Willkommen zu einer neuen Folge Atlas und ja, heute wollen wir mal uns aus der Heavy Ships 2 Mod ja, die Brigantine anschauen. Und zwar habe ich das alles schon mal vorbereitet und wir bauen mal das Grundgerüst. So, da steht sie auch schon. Ja, ich habe das alles schon mal ein bisschen vorbereitet und schauen wir mal, was wir dazu brauchen. Leider aus der Heavy Ships Mod hier die gibt es bis Heavy Freighter. Oh ja. Planken weg. Das sind aber die normalen Planken. Die Modern Boat. Passen hier etwa die normalen Planken dran? Das sieht doch ganz danach aus. Wie gesagt, ich muss mich erstmal reinputzen. Ich schaue mal besser in den Levelbaum, ob ich da nichts falsch mache. So, wo ist sie denn? Ziemlich weit unten kommen die ja erst. Total Ships habe ich auch drauf. Hier Heavy Ships 2. Scheinen die normalen Planken zu sein. Weil nur vor den Frachter gibt es spezielles Zeug. Und hier die Heavy, die Atlantis-Erweiterung, die fahrende Stadtflöhe, sag ich mal. Mal schauen, ob wir die noch schaffen, uns anzuschauen. Gut, also müssten hier rein theoretisch die normalen Planken passen. Ich fange aber mal mit den Segeln an, weil ja, wie soll ich sagen, ich will die ja unbedingt mal testen. Aber wie gesagt, irgendwie mit der Mod habe ich Lecks. Was komisch ist, ja, dann schauen wir uns mal die an. Jetzt Heavy Ships 2. Diesen vom Prachter gibt es noch die Ghost Seals, die verbrauchen hier Kristall, Fibers, Fischöl und sehr viel Sepp. Die gucken wir aber uns mal später noch an. Mal gucken, ob ich die nochmal auf dem anderen Frachter umrüste oder nicht. Kommt Zeit, kommt Rat. So, da haben wir hier Heavy Sail 2. Dann hätten wir hier Handling Sail. Das ist die Frage, ob es das Große ist. Sieht so aus, als wäre es das Große. Gut, da fehlt es an Fiber. Da müssen wir mal ein bisschen uns was ranholen. Weil ich das jetzt alles gesammelt habe, das dauert echt zu lange. Das müsste fürs Erste reichen. Und ich setze immer erst die Segel drauf. Nehmen wir mal ein Handling. Nochmal zwei Speed und noch ein Gewicht, weil die haben ja nicht so viel Gewischt die Schiffe, wie die aus der Total Ships Mod. Ist die Frage, ob die Brick hier größer ist. Aber die scheinen gleich zu sein. So, das Segel setze ich mal hinten, das Handling. Muss ich erstmal gucken, ob ich das richtig geworden ist, dass ich das dann nochmal anfange. Genau. Ich gehe nochmal vorsichtshalber auf die Null. So, dann haben wir Gewicht und Speed. Kann ich jetzt schon sehen, was das Schiff trägt? Scheinbar nicht. Mal gucken, ob wir das. Ne, können wir leider noch nicht sehen, weil das noch nicht ausgebaut ist. Okay. So, dann hätten wir hier noch Speed. Ich würde aber mal das Gewichtssegel hier so mittig setzen. Gucken, ob wir das irgendwie noch hier so dazwischen kriegen. Ist jetzt schwierig. Würde ich sagen, so. Und vorne würde ich gerne noch zweimal Speed nehmen. Dann fange ich mal von vorne an. Vorne wollte ich ein Geschütz drauf bauen, ungefähr hier. Und das war's schon, okay. Also hier kann ich nicht so schön mit der Atlas Mod, mit der Total Ships Mod rumhantieren, aber wir reißen das nochmal weg und dann baue ich mal nochmal, gucken, ob ich da noch ein Medium drauf kriegen würde. Dann müsste ich die nochmal versetzen, die Säge, weil so gefällt mir das dann natürlich nicht. Medium Speed, so.
Das Kreuzel lege ich mal hier rein, dass ich das wieder verwechsle. Dann muss ich das nochmal irgendwie abreißen. Ne? Weg. Also gefällt mir die Konstellation dann doch nicht ganz. Ja. Das jetzt würde ich mal lieber, das war das Gewicht. Und ich setze erstmal das Kleine vorne drauf. So, was habe ich denn? Jetzt habe ich natürlich das andere Speed vergessen, ne? Yep. Setzen wir doch mal wieder hier hin und jetzt mal gucken, ob ich das andere noch drauf kriege. Aber ich glaube es eher nie. Nee, leider nicht. Schade. Kriegen wir noch ein mittleres Speed vielleicht drauf? Ansonsten muss ich halt die große Speed nehmen, nützt dann nicht. So. Aber das passt nicht in das Seelpoints. Ne, kriegen wir nicht. Wir haben 7. Das haut nicht hin. Oder mit bei uns B mittleres Speed sehen, das geht ja nicht. Dann würde ich eher noch ein großes nehmen. Also nochmal abreißen den ganzen Coin. Also das heißt den ganzen Coin, nochmal die Segel nochmal versetzen. So natürlich nicht. Das passt ja wieder ganz gut. Aber wenn man immer die Total Chips gewöhnt ist, muss man sich wieder erstmal umgewöhnen, dass man wieder die Seal Points braucht. Quasi. Tschüss. So, natürlich könnte man das dann, denke ich mal, in der Ini noch anpassen. Ich habe ja noch die Custom Mini-Sales. Die gucken wir uns auch mal später an. So, das habe ich ein großes Speed und da brauche ich Gewicht noch. Das wurde hinten rein. So, machen wir mal die Konstellation. Jetzt ist die Frage, was ich für Planken verwende. Ob ich da mystische nehme? Weil das können wir ja immer noch später nochmal tauschen. Wir gucken, wir nehmen erstmal die normalen. Structures, Ship Construction, Medium. Wir probieren erstmal, ob die passen. Und da habe ich ja wieder was übersehen. Okay, die normalen Planken passen. Und wir können die dann später immer noch tauschen, oder? Bei euch die leichteste Frage. Wir bauen es mal mit normalen Planken erstmal. Ne, wo ist ne? Ship Construction, Medium, Deck brauchen wir dann 3er.
das waren 12 Kanonenbögen, wenn ich mich nicht täusche. Hier bauen wir mal 24. So, okay. Bauen wir erstmal die Decks rein. Also hier passen die normalen. Zwei Decks bloß, oder nochmal drei? Drei ist es, wusste ich's doch. Was ist denn das? Ach, vom Chef hier, das noch buggy ist. Ich hab's übrigens wieder, nachdem ich das Steuerrad neu gesetzt habe, wieder hingekriegt, hinten habe, das wieder zu steuern. Aber leider packt's noch etwas rum. So. Ja, mal, ich werde es überladen. Wenn wir das Segel hier noch einstecken haben. Gehe ich mal in den Fly Mode. Geht schneller. Und schön kann man uns wieder bewegen. Also bebaut sich wie die normale Brick. Oh, da sind so wenig Decks, oder? Ne, das haut hin. Es leckt die Mod wieder. Also die extremen Lecks sind komischerweise nur seit ich die Heavy Sales habe. Heavy Chips Mod. Dann gibt es einen kurzen Freeze, wenn ich hier zu schnell baue. Hm, wer weiß, woran das liegt. Aber wir müssen ja in Speed-Modus bauen, damit wir auch was sehen, dass das nicht allzu viele Folgen werden. Wurden hier lang die Planken? Aber es wird knapp. Das wird zwar knapp, genau bemessen, genau bemessen. Gut, jetzt haben wir erstmal das Grundgericht soweit fertig. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Mit dem Segel noch nicht. Oh, wir brauchen immer noch eine Planke. Das wäre natürlich wieder ins Höschen gegangen. Wir brauchen noch zwei Planken. Medium. Zwei Stück. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das mit dem Segel noch mal ändern kann. Ist das ein großes? Ne, Medium. Da würde ich lieber ein großes Speed nehmen. Und da fehlt noch eine, habe ich mich nochmal vermessen. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, wie viel das war. So, okay. Ja, mit dem Deckaufbau muss ich mal schauen, wie ich das am blödsten mache. Ich reiße jetzt nochmal das Segel weg. In der Hoffnung, dass ich das große Speed hier drauf kriege noch. Das passt. Mach ich mal hierher, so. Ja, gut, das sieht jetzt schon besser aus. So, jetzt gehe ich mal wieder in den normalen Mode. Weil wir wollen ja gucken, was das Schiff bisher ohne Deckaufbau verwertet hat. Also jetzt noch kein Steuerrad drin, noch keine Werkstatt, noch keine Aufbauten. Rein nackige Konstruktion mit Segeln. Und schauen wir mal. Trag, das geht. Mit Gewichte 40 Mann Besatzung bringt's mit. Ja, müsste man mal schauen. Was, ich habe jetzt die Vergleichswerte zur normalen Brick, aber es könnte was werden.
Mal schauen, wie sich das mit der Geschwindigkeit anverhält. Es ist die Frage, wie weit größer ist die? Weil sehen die Heavy Ships mal, was ist da der Unterschied? Was haben die Segel eigentlich für Werte? Sehen wir das? Nee, leider nicht. Das sehen wir leider nicht, was die Segel haben. Okay, da würde ich sagen, ich mache mal hier Folgenende. Kümmere mich mal um den Deckaufbau. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich das soweit zum Teil, zumindest jetzt hier die Treppen drin habe, hier das bisschen zugebaut habe und sowas, eine Grundkonstruktion drauf habe. Ja, das muss dann fertigstellen und natürlich eine Testfahrt drehen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!